Servus. Grüezi miteinander. Grüß Gott. Ich habe mir heute mal wieder einen Kaffee gegönnt. In dieser wunderbaren, freien Natur. Es ist kühl, im Rücken habe ich den Schatten. Der Wind ist doch schon ganz schön frisch. Dafür gibt es einen heißen Kaffee. Ihr seht es nicht, aber im Hintergrund, der Sentis tut sich auf über dem Bodensee. Dort hinten der Fender in Richtung weiter guckend, österreichische Alpen und so weiter, Bregenzer Wald. Ich sitze hier in der Nähe von Kressbronn, kurz vor meiner Haustür sozusagen, an einem Waldrand und dachte, ich mache mal eine Pause. Hab mir den Kaffee gekocht, der sehr gut schmeckt. Und nochmal so gut in der Natur. Vielleicht kann man es hören. Im Hintergrund, da pickt der Specht am Baum. Pick, 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 pick. Nach einem stressigen Tag tut das immer mal ganz gut, wenn man ein wenig komplett abschalten kann. Alles einfach mal abschütteln, einfach nur mal passieren lassen, der Natur die Aufmerksamkeit geben, was sie verdienen, und einfach tief einatmen. Und man merkt sofort, dieses Grün, diese Ruhe, es belebt die Seele und es macht richtig schön entspannt. Eigentlich gar nicht kaufen oder bezahlen. Klar, man kann sich auf eine Terrasse setzen am Bodensee und sich bedienen lassen vom Kellner mit einem Kaffee und ein schönes Stück Torte mit der Sicht auf den See und auch mit den Bergen. Aber das habe ich jetzt hier gerade selber gemacht. Ich habe mir den Kaffee aufgebrüht. Ich sitze hier in aller Ruhe und genieße in der Wärme der Sonne diesen schönen, ruhigen Moment, den ich für mich selber vorbereitet habe. Vorbereitet, zubereitet und serviert. So kann man das sagen. Es ist schön, der Natur zu lauschen. Die Nebengeräusche, die trotzdem noch von der Zivilisation sind, die kann man ein wenig abschalten. Man muss einfach auf das Wesentliche. Vögel, Wind, leichte Windbrise, die irgendwo durch die Blätter geht. Ja, also, wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Viele Grüße vom Bodensee, aus dem Hinterland vom Bodensee, Kressbronn, wo man nicht nur den See hat, sondern auch wirklich schon schöne Etappen von Berge, was so allmählich in das württembergische Allgäu reinwächst. Und
Es macht Spaß, da zu sein. Nämlich hier. Schöne Grüße vom Kaschmobil Guido. Denkt an euch. Vielleicht denkt ihr auch ein wenig an mich. Damit sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und es war schön, euch einmal wieder begrüßen zu können. Natürlich mit einem Kaffee. Ihr wisst ja, selbstgemacht ist immer besser. Bye bye.